Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu unserem Pfingstgottesdienst. Ihr habt es dem Lied schon entnommen. Heute dreht sich alles um den Heiligen Geist. Pfingsten, das war das Fest, an dem Gott seinen Heiligen Geist den Jüngern gegeben hat. Und die Frage, die uns heute beschäftigt, ist: Leben mit dem Heiligen Geist, wie geht denn das? Es wird spannend. Lothar Beaupin wird uns die Predigt halten und er wird darauf eingehen, wie das eben funktioniert. Na, schauen wir mal, Lothar. Wir feiern diesen Gottesdienst ja immer im Namen des dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist ist derjenige, der uns aufschließt, der uns klar macht, wer Gott ist. Und genau diesen Gott wollen wir anbeten. Lasst uns dazu zum Gebet aufstehen und dann nehmen wir uns Zeit, in 2, 3 Liedern wirklich Gott ins Zentrum zu stellen. Vater, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, denn durch den Heiligen Geist dürfen wir erleben, dass du da bist. Danke, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, hier in diesem Raum, aber auch dort online, wo wir jeweils sitzen, im Wohnzimmer oder unterwegs. Danke, dass du uns segnen möchtest und ich bitte dich um deine Kraft, um deinen Segen und um deine Führung für diesen deinen Gottesdienst. In Jesu Namen. Amen. Unser Vater, wir lieben dich. Du bist nah und du stehst zu hoch. Alle Macht steht in deiner Hand. Du willst uns zeigen, wer du bist. Kennst uns gut, weißt, wer wir sind, also beten wir. Komm, Geist Gottes, tu, was dir gefällt. Komm, wirke hier, sei willkommen unter uns. Komm, Geist Gottes, lass die Werke Jesu nun geschehen. Hier warten wir auf dich. Unser Vater, wir lieben dich. Du bist nah und du stehst zu uns. Alle Macht steht in deiner Hand. Du willst uns zeigen, wie du bist.
kennst uns gut, weißt, wer wir sind. Also beten wir, komm, Geist Gottes, tu, was dir gefällt, komm, wirke hier, sei willkommen unter uns. Komm, Geist Gottes, lass die Werke Jesu nun geschehen. Gottes,
Amen. Danke euch. Wir haben heute Pfingsten. Ja, ein bedeutendes christliches Fest. Man sieht das auch daran, dass diesem Fest zwei Feiertage hier in Deutschland gewidmet wurden. Zwei Feiertage, also wie Weihnachten und Ostern. Aber wie es um den Inhalt von Pfingsten aussieht, das ist irgendwie so ein bisschen nebulöser. Bei Weihnachten kann man das richtig fest sagen. Das leuchtet, ja, da ist Jesus Christus geboren in einem Ort, Bethlehem. Ostern auch, ja, da geht Karfreitag die Kreuzigung in Jerusalem voraus und dann Ostern die Auferstehung Jesu in Jerusalem. Pfingsten, ja, da kam der Heilige Geist. Bisschen komisch ist das schon. Bisschen komisch ist das schon. Das kann man auch daran erkennen, dass in der Kirchengeschichte aus diesem Fest der Ankunft des Heiligen Geistes ein Fest
ein Geburtstagsfest der Gemeinde gemacht wurde. Ich meine, das ist ja nicht verkehrt. War ja auch so, ja, aber es ist nur eine Ableitung, nur eine Folge und eine Auswirkung des eigentlichen Geschehens, dass nämlich der Geist Gottes hier in diese Welt gekommen ist. Aber zwei Feiertage gewidmet? Warum? Ist das wirklich dann so bedeutend? Ich versuche das mal heute Morgen so ein bisschen auszuführen, warum, ob ein oder zwei Feiertage, aber um es zu unterstreichen. Ja, es ist bedeutend, dass es den Heiligen Geist gibt und dass dieser Geist Gottes was mit deinem Leben als Christ zu tun hat. Und dazu lese ich uns die Verheißung, die Jesus im Johannesevangelium dazu macht. Zunächst aus Kapitel 14, Johannesevangelium Kapitel 14. Da heißt es dann ab Vers 16, ich lese Auszüge aus dieser Passage. Jesus sagt, ich will den Vater, also Gott, den Vater bitten und er wird euch an meiner Stelle einen anderen Paraklet, einen Helfer, man kann auch übersetzen Tröster, Fürsprecher, Anwalt, Ratgeber. Er wird ihnen einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und dann einige Verse weiter, 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, dann wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, was man hier festhalten kann, das sind zunächst einmal so zwei Grundaussagen, habe ich gedacht. Der Heilige Geist, der ist im Leben eines Christen anwesend. Er ist Bestandteil des Christseins. Jesus sagt, er wird für immer bei euch sein, haben wir gelesen. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Denjenigen unter euch, die bei mir einen Orientierungstag mitgemacht haben, die haben dann auch vielleicht noch in Erinnerung, dass also dieser Orientierungstag, das ist so ein Tag, da reden wir über Grundsätze von Glauben, von Gemeinde, von Taufen, was das mit meinem Leben zu tun hat und wie ich geistig ein Stück vorankomme, wie Jesus präsenter wird in meinem Leben. Nächsten Samstag haben wir wieder so einen Tag, Klammer zu. Also, bei solch einem Orientierungstag, dann rede ich gerne davon, dass dieser Heilige Geist, der Geist Gottes zu diesen Big Fives gehört. Zu diesen großen fünf, nicht afrikanischen Tieren, sondern Big Five des Christseins. Wenn du als Christ lebst, dann brauchst du diese Big Fives und sei dir dessen bewusst. Das ist die Grundlage dazu, dass dein Leben rund wird als Christ. Sie stellen diese große Bereicherung dar. Also der Heilige Geist ist anwesend. Er gehört zu einem Leben als Christ dazu. Was Zweites ist mir noch aufgefallen. Dieser Heilige Geist, der wird hier von Jesus nicht sozusagen als den Platzhirsch platziert im Leben eines Christen. Ja? Jesus verwendet eine vorsichtigere Formulierung. Platzhirsch ist der alles dominierende Herrscher. Der King. Nee, sagt er. Jesus sagt hier, er ist der Paraklet, ist das griechische Wort. Das ist so wie Helfer, Fürsprecher, jemand, der zur Seite steht, ein Anwalt, jemand, der einen Rat gibt. Das verwendet Jesus. Und ich glaube, wir sollten über diesen Unterschied nicht zu schnell hinwegsehen. Dieser Unterschied ist für uns nämlich als Christen wichtig. Was Jesus hier nämlich damit zum Ausdruck bringt, dieser Geist Gottes ist da, ja, aber er drängelt sich nicht in unsere Lebenspraxis hinein. Er muss von sich aus nicht den Platzhirsch bilden, sondern, ich führe mal aus, er will gebeten sein. Ratgeber. Eigentlich in dem Sinne, dass er nicht ungefragt einen Rat gibt, sondern gefragt einen Rat gibt.
glaube, das ist auch der Grund, warum abseits vieler Erster Hilfe- und Nothilfesituationen einige Christen nicht wirklich viel Übung darin haben, den Heiligen Geist in ihr Leben einzubeziehen. Sich fragen, wo ist er denn? Er will gebeten sein. Er hat nicht gleich die Platzhirsch-Position. Ich spitze das nochmal so zu. Allein das Faktum, dass du vielleicht sagst, ja, ich bin schon viele Jahre Christ, das sagt gar nichts darüber aus, welche Führung oder überhaupt welche Rolle der Geist Gottes in deinem Leben spielt. Welche er hat. Und letztendlich sind wir damit mitten in unserem ganz großen Thema, das wir als Gemeinde haben. Es geht um geistliches Wachstumsschritte, es geht um Nachfolge. Und hier habe ich es mal benannt mit Leben mit dem Geist Gottes. Wie geht das denn? Ja, wie sieht das denn praktischerweise aus? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Handbuch wird. Ich glaube nicht. Auch nicht funktionalisiert. A, B, C und dann kommt D bei raus. Nein, aber ich glaube, dass man doch wirklich markante Schritte aufzeigen kann, die es gilt zu bedenken, aufzunehmen, die eine Bereicherung bilden können, um eben mit dem Geist Gottes bewusst auch zu leben. Ich habe mal so versucht, zwei, drei Punkte zusammenzustellen hierzu. Mein erster ist, mit der aktiven Rolle des Geistes Gottes in meinem Leben als Christ rechnen. Damit rechnen, dass der Geist Gottes eine Rolle spielt. Ich bin nicht mehr 25. Und zu meiner Jugendzeit, ja, da herrschte in der christlichen Szene allgemein noch die Vorstellung, dass der Heilige Geist allenfalls so ein christliches Randgeschehen darstellt. Klar, er ist da, ja. Er macht etwas Geheimnisvolles im Leben eines Christen, ja. Ihn aber direkt anzusprechen, das galt im negativen Sinne befremdlich. So was macht man nicht. Und damit blieb der Heilige Geist auch für viele etwas Befremdliches. Ein bisschen spooky. Ein Geist halt. Man wandte sich im Gebet an Jesus Christus und das ist gut so. Klar, das ist gut. Und das ist überhaupt nicht verkehrt. Das ist richtig. Das Gebet kommt auf alle Fälle auch an. Aber das Anliegen im Wort Gottes ist es ja nicht, Jesus Christus und den Heiligen Geist irgendwie gegeneinander ausspielen zu wollen oder sowas. Nein, aber man kann schon erkennen, dass es, ein wenig vereinfacht gesagt, verschiedene Zuständigkeiten gibt, die in der Bibel darüber beschrieben werden. Und dies zu beachten, das hilft, beide Personen der Gottheit präsenter im Leben zu haben. Das ist etwas, was Gott möchte. Jesus Christus ist die Gottesperson, der Sohn Gottes, der bei Fragen des Heils, der Erlösung, der Vergebung anzusprechen gilt. Er wurde Mensch, er hat Gottes Reich verkündigt, er starb für unsere Sünden, er ist auferstanden und wieder gänzlich in diesen göttlichen Bereich, in den Himmel, sagen wir, zurückgegangen. Dort hat er die Herrschaft angetreten und er will angebetet werden. Und der Geist Gottes, er ist eine Gottesperson, die, so wie es im Bibeltext von Jesus hier benannt und beim ersten Pfingstfest auch erlebt wurde, als ein anderer Paraklet, ein anderer Helfer, Tröster, Fürsprecher, Anwalt, Ratgeber. Er wurde in diese Welt gesandt. Und er hat einen klaren Auftrag. Jesus spricht ihn in Vers 26 aus. Ich lese ihn nochmal, diesen Bibelvers. Doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist doch eine sehr aktive Funktion, die er hat, oder? Er wird es tun. Jesus schreibt sie ihm zu. Er versetzt uns, so sagt Jesus Christus, uns in die Lage, den Willen Gottes zu erkennen. Und zwei Kapitel weiter im Johannesevangelium formuliert es Jesus nochmal anders.
Kapitel 16. Wenn der Helfer, sagt er dort, der Geist der Wahrheit, er wird euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird es nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Also, wieder sehr aktiv. Aktiver geht wohl kaum. Eigentlich ist von der Seite Gottes her alles geklärt. Und die Frage aber für uns lautet ja vielmehr, wie sieht denn diese göttliche Aktivität des Heiligen Geistes in meinem eigenen Leben aus? Wie sieht sie aus? Wie ist er aktiv? Wie sehr präsent? Ich habe für mich gelernt, dass es auch einen Unterschied macht, mit welcher Haltung ich dahin an diese Frage herangehe. Es ist auch eine Frage, wie präsent ist er für mich? Es ist eine Frage, lange Zeit habe ich mich gescheut davor, um diese Präsenz irgendwie für mich auch stichhaltiger zu machen. Da habe ich mich gefragt, Lothar, warum eigentlich? Ich bin nämlich so aufgewachsen, wie ich es anfangs gesagt habe. Ja? Und da habe ich gesagt, nein, ich muss nicht in dieser Distanz zu diesem Geist Gottes bleiben. Ich kann ihn ansprechen. Ich kann auch mit dem Geist Gottes reden, so wie ich mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, rede. Ich kann ihn so ganz aktiv in mein Leben einbeziehen. Ich spreche den Heiligen Geist in seinen Aufgabenstellungen, die er hat, die Jesus ihm ja zuweist. Dahinein spreche ich ihn an. Und ein zweites. Also die göttliche Rolle des Heiligen Geistes, sie wird präsenter in meinem Leben, wenn ich in meinen Gebeten auch mal den Mund halte. Den Mund halte, also nicht nur rede und dann Amen sage, sondern den Mund halte. Und allenfalls danach frage, Geist Gottes, was hast du mir denn eigentlich zu sagen? Und hierbei gilt immer noch die alte Regel Zinzendorfs, Gottes Führung fordert Stille. Wo man auf sein Wort nicht traut, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Ich sage mal, sie gilt in unserer heutigen Zeit mehr, bedeutsamer. Denn unser Heute ist doch bestimmt, unsere Gesellschaft, von dem Ego, vom Ich. Also von den eigenen Gedanken und Vorstellungen. Aber davon gilt es, Abstand zu nehmen, bewusst Abstand zu nehmen, weil ich den Geist Gottes sprechen lassen möchte. Gottes Gedanken und sind manchmal so viel anders. Und sie sind nicht nur einfach eine Fortsetzung meiner Gedanken, sondern wenn er spricht, dann erlaubt er sich, eine ganz andere Richtung manchmal einzuschlagen und sich mit ihnen zu füllen, mit diesen Gedanken Gottes. Das geht vorzugsweise dann in der Verbindung, so wie Zinzendorf schon sagt, das mit seinem Wort, der Bibel. Der dritte Unterpunkt. Wie ist das mit meiner Haltung? Lese ich die Bibel in der erwartenden Haltung, dass Gott zu mir spricht durch seinen Heiligen Geist? Wie oft habe ich das schon erlebt, dass er mich vorbereitet, in solchen Situationen auf das, was kommt, auf die nächsten oder übernächsten Ereignisse, was in dieser Woche kommt. Und dann, wenn ich es erlebe, staune ich manchmal, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Wie oft habe ich erlebt, dass der Geist Gottes den Horizont öffne, den ich so nicht hatte, um Zusammenhänge zu verstehen, die mir fremd waren.
Erstaunlich. Sein Handeln ist aber gewiss kein Automatismus und er tut das ganz souverän, also nicht nur nach einer Bedienungsanleitung. Aber er tut es heute immer noch, wozu ihn Gott der Vater in diese Welt gesandt hat. Und er bietet dir und mir als Christen an, dass wir das wahrnehmen dürfen, dass wir das hineinbeziehen, aufgreifen dürfen, dass es zu unserem Lebensinhalt auch wird. Und da gehört dann zweitens auch dazu, sich über die verschiedenen Funktionen des Heiligen Geistes ein wenig kundig zu machen. Ich habe euch mal sowas mitgebracht. Ich weiß nicht, im Stream, ihr könnt ja ein bisschen ranzoomen, da kann man es vielleicht dichter eher erkennen, ob ihr es von hinten erkennen könnt. Für mich war das vor einiger Zeit mal so ein ganz rätselhaftes Ding. Und dann kriegte ich gesagt, ja, damit kann man Dosen öffnen. Ich will euch nicht beschreiben, wie das erste Mal aussah, als ich eine Dose öffnen wollte damit. Also ich muss mit dem schon irgendwie vertraut sein. Wie gehe ich denn damit um das auch benutzen zu können? Das ist gewiss eine banale Einsicht, aber ein Stück weit ist das mit dem Heiligen Geist sehr ähnlich. Wenn ich mich nicht richtig kundig über ihn mache, werde ich ihn auch nicht bewusst in mein Leben einbeziehen. Und das kundig über ihn mache, das ist nicht damit geschehen, dass ich mal zum Glauben gekommen bin und Gottes Geist mir sagt, dass ich Gottes Kind bin. Punkt. Nein, da gibt es mehr. Da gibt es mehr. Da heißt es, Jesus sagt von ihm, er ist der Geist der Wahrheit. Was meint er damit? Das ist derjenige, der den Auftrag hat, uns das zu sagen, was vor Gott richtig ist. Also er deckt auch verdeckte Verhaltens- und Denkmuster auf. Wie ganz offensichtliche. Und stellt sie ins Licht und stellt sie in die Beurteilung. Nicht in die Verurteilung, sondern in die Beurteilung und sagt uns, guck mal, das ist vor Gott richtig. Oder eben, das ist nicht richtig. Eine andere Funktion ist, steckt in dem Wort Paraklet drin, er ist Fürsprecher. Er spricht auch für mich. Hast du das schon mal erlebt? In der Bibel gibt es im Neuen Testament so eine Stelle, da heißt es dann, macht euch keine Sorgen über das, was ihr mal sagen werdet in Situationen, in denen ihr herausgefordert werdet, Bekenntnis von mir abzulegen. Das wird euch gegeben werden. Hallo, da ist er. Der Fürsprecher. Er spricht für mich. Er legt mir auch Worte in den Mund. Mir als Christ, dir als Christ. Er legt dir Worte in den Mund, wenn du Menschen erklären willst, zum Beispiel, was Evangelium heißt. Dann ist dieser Paraklet, der ist sowas wie der Ratgeber. Das heißt, er will bei Entscheidungen in meinem, in deinem Leben, er will dir den Weg weisen. Und ich weiß, also ich brauche das immer wieder. Und ich glaube, du auch. Früher war das so, dass die Seminare, wie erkenne ich Gottes Willen, immer die Seminare an Kongressen waren, die ausgebucht waren. Ja, warum? Weil ich Gottes Weg erfahren will. Und das ist der Heilige Geist. Er hat den Auftrag, Wegweiser zu sein, dir den Rat zu geben, den richtigen Weg in deinem Leben einzuschlagen. Wäre stupid, ihn nicht danach zu fragen, oder? Dann ist der Geist Gottes auch so etwas wie Tröster. Tröster, das heißt, er will uns Hoffnung vermitteln. Er ist Beistand. Er möchte uns in unserem Lebensvollzug so etwas wie den langen Atem geben, an Situationen, an Begegnungen mit Menschen nicht zu verzweifeln, sondern durchzuhalten, standzuhalten. Er ist Lehrer.
Er will mir eine Verhaltens- und Denkweise antrainieren, die mir ein Gespür dafür gibt, wie sich Jesus in meiner Situation verhalten würde. Zu diesem allen gibt es eine Fülle von biblischen Belegen. Und das meine ich, sich in der Bibel über die Funktion des Heiligen Geistes kundig zu machen. Ein Vorschlag. Markiere dir doch in deiner Bibel mal die Stellen, in denen der Geist Gottes vorkommt und denke dann darüber nach, welche Funktion hat er jetzt gerade hier? Was übt er hier aus? Wenn du willst, kannst du es ja dazu schreiben. Oder lies mal, macht man das heute noch? Ein Bibellexikon, nicht nur auf Wikipedia, sondern im Bibellexikon mal einen Artikel über den Heiligen Geist oder in einer Zeitschrift oder ein Buch. Es gibt viele Bücher darüber, in denen das Wirken des Heiligen Geistes beschrieben wird. Ich weiß, das alles hat, wie könntest du sagen, ja, das hat mit Arbeit zu tun. Ja, das hat ein Stück weit damit zu tun. Aber meinst du nicht auch, es ist irgendwas im Leben in die Schieflage gekommen, wenn du über die Inhalte im Beipackzettel deiner Medikamente genauer Bescheid weißt als über den Heiligen Geist? Hat sich was verschoben, oder? Darum mache ich Mut. Studiere mal darüber nach und schreib dir es auf, was du festhalten möchtest, welche Erkenntnis du hattest. Ich weiß, vor einigen Jahren haben wir hier in der Gemeinde mal so 4, 5, 6 Wochen so eine Predigtreihe über den Heiligen Geist gemacht. Da haben wir einige Gespräche auch mitgeführt und das hat bei Menschen was bewegt. Eine Offenheit dafür, ihn einzubeziehen in das Leben. Vielleicht wäre das auch für dich ein Schritt, wenn du die Bibel studierst, zu der Frage, wer ist denn der Heilige Geist, dass du eine größere Offenheit dafür bekommst, ihn in dein Leben einzubeziehen. Ein dritter Punkt noch. Ich habe ihn mal überschrieben, sensibel für das Reden und Wirken des Heiligen Geistes im Leben werden. Ein Gespür dafür entwickeln. Wann ist er das? Was redet er? Wie redet er denn eigentlich? Jesus sagt ja von ihm, haben wir vorhin gelesen im Johannesevangelium, er wird euch lehren. Das kann sich aber nur umsetzen, so ist das beim Lehren und beim Lernen, wenn ich bereit bin, auch belehrt zu werden, oder? Wenn ich sage, nö, konnte sich mein Französischlehrer noch so viel Mühe geben. Was dabei rausgekommen ist, sehe ich heute. Ja. Es geht also auch um unsere eigene innere Haltung dem Geist Gottes gegenüber, wenn ich sensibel werden will für das Reden Gottes. Wie ist das? Habe ich denn so eine Sehnsucht danach, also das innere Verlangen, dass ich in eine stärkere Verbindung mit Gott eintrete? Ist das da? Oder sagst du, nee, es war anno 1997, als ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, seitdem ist das so, Punkt. Ich meine, schön, dass das so ist, aber ist seitdem nicht mehr passiert? Komme ich mit ihm, also zum Heiligen Geist und zu Gott dem Vater und zu Jesus Christus mit der Einstellung, ich möchte gerne mehr von dir, von euch erfahren. Ich möchte gerne, dass mein Leben präsenter wird, dass mein Leben mehr von dem widerspiegelt, was du, Herr Jesus Christus, möchtest. Stolz und Egoismus und eigenes Profilierungsbestreben, das sind dabei für den Heiligen Geist, ich sag's mal so etwas wie ein rotes Tuch. Wo Menschen damit kommen und wo Menschen dadurch geprägt sind, ist meine Erfahrung, da nimmt der Geist immer Abstand. Der hat da nichts mit zu tun. Das müssen wir also irgendwie ablegen, wenn wir sensibel werden wollen für das Reden des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und unsere Haltung müsste eher eine demütige Haltung sein, also eine Haltung, die mutig ist zu dienen. Das ist der Boden, auf dem der Heilige Geist auch gerne sprechen möchte. Und sagen wir ihm in dieser Haltung, dass wir offen für sein Reden sein möchten. Und er liebt es, wenn wir ihn in dieser Haltung so auch
einladen, in unser Leben hineinzusprechen. Und dann kann er etwas sagen, wenn er etwas sagen möchte. Und wenn nicht, ist das auch gut. Es ist kein Automatismus. Und was macht er dann? Manchmal sind es Bilder oder Eindrücke, die einem dann im Inneren erscheinen, vor dem inneren Auge, sagt man, die vorher nicht da waren, sie ganz präsent auf einmal kommen, die gilt es dann auszulegen oder zu prüfen. Ich würde sagen, lass sie zu, diese Eindrücke. Manche sind ja offener als andere. Ja, okay. Schreib sie vielleicht auch auf, wenn du nicht gleich weißt, was es bedeuten soll. Könnte. Ein anderes Mal sensibel werden für den Geist Gottes, für sein Reden. Ein anderes Mal wirst du auf einen Gedanken gestoßen. Der ist deiner Denke möglicherweise völlig fremd. Wie wär's? Dann fang doch mal ein Gespräch mit dem Geist Gottes an. Sag, was ist das jetzt für ein Gedanke? Hat er eine Bedeutung? Geht er irgendwie weiter? Möchtest du mir damit etwas sagen? Vielleicht kann es sein, dass du, wenn du so offen mit ihm redest, dass du dann eine weitere innere Öffnung bekommst. Ja? Vielleicht erscheint dir ein Bibelwort, was damit im Zusammenhang steht. Und du erlebst es auf einmal, wie sich die Gedanken in deinem Inneren sortieren und einordnen, Zusammenhänge erschließen. Starkes Indiz dafür, dass Gottes Geist redet. Manchmal redet Gottes Geist aber auch ganz anders, mit ganz kurzen, konkreten Anweisungen wie Stopp, tu das, ruf jenen an, halt mit dem Auto und mach da einen Besuch. Ich habe die Erfahrung gemacht, wie gut das ist, dem nachzugehen. Ob sich das mir erschließt, warum oder nicht, das ist eine zweite Frage. Ich glaube, die ist nicht ganz so wichtig. Aber bereit zu sein, wenn diese Art von Reden kommt, es dann auch zu tun, es umzusetzen. Und manchmal redet Gottes Geist auch sehr emotional und die Situation füllend. In der Bibel wird das häufiger mit erfüllt werden vom Geist Gottes bezeichnet. Das sind starke Bestätigungen für ein Leben, manchmal Berufungen. Oder einfach auch ein Einstieg in eine Anbetung. Jetzt öffnet sich auf einmal der Raum. Gelegentlich sind solches Erfülltwerden mit dem Geist Gottes dann auch verbunden mit einer Geistesgabe. Und wer das erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Wichtig ist mir zu sagen, es gibt keine Wertigkeit des Redens Gottes durch den Heiligen Geist. Nein. Die gibt es nicht. Das eine ist nicht besser oder mehr wert als das andere. Er ist souverän und er handelt, wie er möchte. Und so wie er es tut, ist es gut. Aber eins ist sicher. Dieser Geist Gottes, er will mit uns als Christen in einem intensiven Kontakt leben. Er will nicht nur bei dem bleiben, was mal angefangen hat. Er will, dass sich unsere Verbindung intensiver wird. Dass sie praktischer wird, dass sie flüssiger wird. Und dann stellt sich zum Abschluss einfach die Frage, wollen wir das auch? Wollen wir das auch? Der Geist Gottes sagt hier am Anfang, er will sich nicht hineindrängen. Er fragt uns, willst du das? Willst du, dass ich diesen größeren Raum in deinem Leben einnehme? Willst du ein Gespür dafür entwickeln, wenn ich rede, dass du mein Reden von anderem Reden unterscheiden kannst? Willst du das? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Oben auf der Empore, die sehe ich nur halb im Schatten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ob du für dein Leben sagst, oder jetzt heute Morgen hier, wenn ich so darüber rede,
und du sagst, ja, eigentlich will ich mehr davon. Eigentlich möchte ich, dass er bedeutsamer wird in meinem Leben. Ehrlicherweise kenne ich es nur so am Rande. Vielleicht sagst du, ich habe mich noch nie getraut, mit diesem Geist Gottes zu reden. Ich glaube, das darfst du machen. Es könnte auch in eine Bereicherung deines Lebens hineinführen, dass du erkennst, er wird präsenter. Und das Ganze muss nicht in der Theorie bleiben. Wir haben jetzt gleich so eine Zeit, in der du persönlich die Möglichkeit hast, hier oder auch im Stream, die Möglichkeit hast, diesem Geist Gottes das selbst zu sagen, mit eigenen Worten. Ihm zu sagen, was du dir, welche Nähe du dir von ihm wünschst. Ihm zu sagen, ob du ihn als Ratgeber, als Helfer, als Tröster, als Beistand gern in deinem Leben auch präsenter haben möchtest. Ihm zu sagen, wenn du dich danach sehnst, dass er mehr Raum in deinem Leben greift, also dich erfüllt. Ihm zu sagen, was vielleicht im Wege steht, dass er so wirken kann in deinem und in meinem Leben. Ich lade ein, wenn wir singen ein Lied miteinander und dann gehen wir in eine solche offene Gebetszeit hinein, bei der jeder still für sich das so formulieren kann, wenn er das möchte. Es wird instrumental unterlegt und Susanne wird diese Zeit abschließen. There's nothing worth more that will ever come close. No thing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweet. You're
become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory. Let us experience the glory of your goodness.
Heiliger Geist, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Danke. Danke, dass du hier bist, dass wir sein dürfen vor dir, mit dir. Danke, Heiliger Geist, dass wir durch dich aufsteigen dürfen wie ein Adler, dass wir fliegen dürfen, dass wir frei sein dürfen und dass wir dich erleben dürfen. Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass wir das, was wir jetzt erlebt haben, immer wieder mit dir erleben dürfen, dass wir offen sind für dein Wirken. In Jesu Namen. Amen. Dir geht jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu durch den Kopf. Vielleicht hast du auch Fragen. Dann stell die Fragen. Frag rechts oder links. Fragen Lothar, frag uns, die wir hier vorne standen. Wir beten super gerne für euch, mit euch. Nutzt die Gelegenheit. Und gerade heute ist extrem viel Gelegenheit, weil wir nämlich im Anschluss noch zusammen Mittag essen werden.
Das heißt, du kannst einfach da bleiben und mit uns noch beten und danach das Mittagessen genießen. Gute Gelegenheit. Und damit sind wir schon bei den Gemeindeinformationen. Ich habe einen Haufen Zeug für euch. Also ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen ein Ohr für mich. Und zwar das erste Ohr möchte ich euch bitten, den Kindern zu leihen. Wir haben hier so diese kleinen weißen Schachteln hier oder Boxen auf dem Boden stehen. Die sind für die Kollekte bestimmt. Und die Kollekte ist heute bestimmt für die Kinder, für den Kindergottesdienst. Und schon allein die Tatsache, dass die Kinder komplett alleine einen Videotrailer gemacht haben, zeigt, wie cool unsere Kids sind und was die echt drauf haben. Und diesen Trailer werden wir uns jetzt angucken und ich wette mit euch, hinterher wollt ihr auch einen Kindergottesdienst. Ich finde den gut, weil wir da immer schöne Spiele machen oder was Schönes machen. Ich finde den Kindergottesdienst cool, weil wir da Geschichten hören und Spiele spielen und so. Ich arbeite im Kindergottesdienst mit, weil ich Jesus liebe und weil ich Kinder liebe und weil ich möchte, dass die Kinder auch Jesus lieben lernen. Jetzt wisst ihr, was der Kindergottesdienst ist und kommt ganz schnell hierher. Tschüss! Tschüss! Hallo! Sei mein Licht, du strahlst wie ein Leuchtturm. Jetzt. Sind sie nicht cool, unsere Kids? Also macht die Becher voll, das geht am besten mit dem Papierzeug, was man so im Portemonnaie hat, ne? Damit die noch viele tolle Sachen machen können.
Und während ihr die Becher voll macht, kündige ich schon mal an, dass es nächste Woche auch eine Kollekte geben wird. Und zwar ist nächste Woche der FEG-Spendentag und diesmal ist der für die theologische Ausbildung gedacht. Also schon mal vormerken nächste Woche. Aber jetzt ist erstmal diese Woche, die Kids sind dran, ne? Und nun bitte ich den Klaus nach vorne, für den hätte ich auch ein Mikro gehabt, aber du musst jetzt dieses hier nehmen, das schaffst du, oder? Ich habe was für die großen Kinder, für die Männer unter euch. Ja, am Dienstag ist wieder Männerzeit. Wir haben ja im März den Männertag mit dem Dirk Schröder gehabt und wir haben damals gesagt, das darf nicht bei dem einen Tag bleiben, wir wollen uns regelmäßig treffen, alle 2 Monate. Immer am ersten Dienstag im geraden Monat. Wir haben uns im April schon mal hier im Gemeindehaus getroffen und jetzt am kommenden Dienstag bei Bössers im Garten. Wo ist Bössers im Garten? Ich denke, die meisten waren vielleicht schon mal dort. Wer nicht dort war, das ist in Niederscheld und ihr müsst dann Richtung Golfplatz fahren. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, im Navi müsst ihr dann eingeben, im Rotenbach 7. Ich denke mal, euer Navi wird euch dahin führen. Ansonsten fragt einfach den Bernd, der ist da, oder mich. Ja, Thema, ich meine, bei dem Männertag war ja das Thema Vater. Und ja, wir haben am ersten Abend schon mal auch damit weitergemacht, und zwar die Beziehung Vater-Sohn. An diesem Abend wird es dann mal gehen um die Beziehung vom Sohn zum Vater. Und zwar wird es heißen, bin ich der geliebte Sohn? Ich denke mal, das ist eine Frage, die hat sich jeder Sohn oder jeder Junge schon mal gestellt. Schön wäre es, wenn ihr kommt, dass ihr uns kurz Bescheid gebt, denn der Bernd will den Grill anwerfen, dass wir ungefähr wissen, wie viele Leute kommen. Ansonsten meldet euch einfach noch bei uns. Wie gesagt, der Bernd ist da und ich bin da. Dankeschön, Klaus. Und ich darf nicht hin. Also ihr Jungs, ihr kleinen und großen Jungs, meldet euch. Nächste Woche ist Samstag. Der 11. Juni, Lothar hat es vorhin schon angekündigt, ist wieder ein Orientierungstag. Da könnt ihr alle eure Fragen loswerden, was Gemeinde angeht, aber auch was Glauben angeht. Auch da könnt vielleicht auch das Thema Heiliger Geist nochmal aufploppen. Und vor allen Dingen das Thema Taufe wird sicherlich auch nochmal aufploppen. Und wer schon mal darüber nachgedacht hat, sich taufen zu lassen, es wäre eine gute Gelegenheit, auch nochmal vom Hirn sich aufzufrischen in Vorbereitung auf die Taufe. Also nächste Woche meldet euch bitte an, am 11. Juni um 10 Uhr geht's los. Apropos Gemeinde. Wir sind ja gerade dabei, die Gemeindeleitungswahl vorzubereiten. Ich soll euch noch mitteilen, die Wahl findet am 26. Juni statt. Ihr werdet aber noch mal schriftlich informiert. 26. Juni. Und dann möchte ich noch diejenigen grüßen, die Geburtstag hatten. Alles Gute und Gottes Segen zum Geburtstag, diejenigen, die ihr vergangene Woche Geburtstag hattet. Ich habe euch einen Vers rausgesucht, der mir immer wieder sehr gut tut. Den möchte ich euch einfach mitgeben. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Gottes Segen. Jo, und zum Abschluss bleibt mir nur noch, euch nochmal einzuladen zum Mittagessen. Also wie gesagt, bleibt da, nutzt die Möglichkeit nochmal für Gespräch und Gebet. Es wird auch wieder die Gebetsrunde stattfinden wegen des Krieges, dass wir auch da im Gebet mit einstehen. Und wie gesagt, Mittagessen lohnt sich immer. Zum Abschluss unseres Gottesdienstes bitte ich euch nochmal aufzustehen. Ich bete mit uns und werde uns den Segen nochmal zusprechen. Vater, ich danke dir, dass du für uns erleb- und spürbar bist. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist hier bist und eingreifst in unser Leben. Vater, manchmal fällt uns es schwer, das zu sehen und das wahrzunehmen. Da kommt Krankheit, da mache ich mir das Knie kaputt, da kommt Krieg, da kommt in der Schule Stress mit einem Schulkameraden. Dann kommt wieder was, wo ich vielleicht mit einem Chef nicht zurechtkomme. Oder. Vater, du bist da, mittendrin in dem, was uns Mühe macht. Du bist da mit deinem Heiligen Geist und das dürfen wir wissen. Und ich bitte dich, dass wir das auch in der kommenden Woche wieder neu erleben dürfen. Herr, segne uns und behüte uns.
lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen tiefen Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch.